Hallo Leute, ich bin Lu und ich habe heute einen weihnachtlichen Nachtrag für euch. Ja, als allererstes wünsche ich euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, konntet die Feiertage mit euren Freunden und Liebsten und Verwandten verbringen, wie ihr es auch immer gern möchtet. Und ja, ich habe beim WIC Weihnachtswichteln im letzten Jahr mitgemacht und der liebe Sebastian von Whiskey Emotions hat mich gezogen. Besucht auf jeden Fall mal seinen Kanal, der macht auch ein paar ganz, ganz tolle Whisky-Videos. Pack euch den Link unten mit in die Infobox. Ja, und der Sebastian hat mir ein Päckchen geschickt. Das habe ich leider ein bisschen spät ausgepackt erst. Mich hat einfach der vorweihnachtliche Stress dieses Jahr wieder mal total ausgenockt. Ich nehme mir das jedes Jahr vor, das ruhiger angehen zu lassen. Aber das wird nie was. Als allererstes schneit es. Also, ich finde diese Dinge total klasse zum Verpacken von Flaschen, aber sie fliegen echt immer überall in der Wohnung rum. Die wenigsten von euch werden das Problem kennen, aber als Frau mit langen Haaren bleiben die auch sehr gern hier irgendwo statisch aufgeladen. Dann drin hängen. Zurück zum Wesentlichen. Der Sebastian hat mir zwei Samples geschickt, die ich heute für euch verkosten möchte. Das ist einmal ein Ardmore. 12 Jahre Portwood Finish, der letzte Rest aus seiner Flasche. Danke, dass ich diejenige bin, die den bekommt. Und auch was ganz Besonderes, ein Octomore Masterclass 082. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Also, da habe ich zwei rauchige Whiskys erwischt. Wer hätte das gedacht, dass er meine Vorliebe für rauchigen Whisky kennt? So. Ich fange am besten mal mit dem Ardmore an, denn der gute ist bei 46%, also eine normale Trinkstärke, und mit 12 ppm gepeated, also eher ein ganz leichter, milder. Ardmore wurde 1889 oder 98 gegründet und steht in der Speyside. Und die stellen nicht nur Peated Whisky her. Die meisten von euch werden den Ardmore Legacy zum Beispiel kennen. Die haben auch einen Unpeated Whisky. Also die machen beides. Und ich finde, die sind ein sehr, ja, sehr, sehr guter Einstieg einfach in die rauchigen Whiskys, weil sie eben so ganz leicht diesen Highland, sie haben diesen Highland-Charakter, aber halt auch dieses leicht rauchige. Also es ist nicht gleich so eine Eilerbombe. Das finde ich ganz gut an ihnen. Der Portwood ist, ich glaube, gefärbt und kühlgefiltert, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ex-Bourbon Cask, 12 Jahre alt, mit einem Portwood Finish. Soll sehr fruchtig sein, 40 bis 50 Euro die Flasche, ich bin gespannt. Oh ja, fruchtig ist er auf jeden Fall. Das ist so das allererste, was mir so entgegenkommt. Er ist sehr, sehr süß, aber so frisch süß, nicht so schwer süß, sondern eher dieses Fruchtige. Hat was, naja, so ein bisschen was klinisch-medizinisches mit dabei. Für mich. Das könnte aber auch so in Richtung Jod gehen. Das ist bestimmt die Rauchnote. Ist schön holzig auch. Und von der Frucht her würde ich jetzt eher was Rötliches sagen. Was Traubiges. Boah, der erste Whisky im neuen Jahr und gleich so was Ausgewogenes. Ja, also die Rauchnote lässt sich hier kaum erkennen, wirklich im Geruch. Das ist so was, dieses Leichte, was ich als medizinisch empfunden habe, so als phenolisch, jod,
Lafroy-artig, aber kein Lafroy-Jod. Also nicht so extrem. Es war was Holziges dabei, was Fruchtiges, wo ich jetzt an Rot, Trauben, Sommer, Reben, Dinge denken musste. Der ist lecker. Hohoho. Und er ist rauchig. Er ist extrem rauchig. Also für 12 ppm ist hier ganz schön viel dabei. Also am Anfang war der richtig schön holzig, sanft. Dann kam so ein. Dann kam so leicht was Fruchtiges durch. Aber nur ganz kurz. Und dann rollte der so an. Der war nicht so zitronig wie jetzt beispielsweise ein Artback. War auch nicht so medizinisch schön Lafroig, aber schon sehr intensiv und sehr heftig vom Rauch. Also ich kenne im Vergleich dazu den Legacy. Ne? Das ist natürlich jetzt die 20-Euro-Variante. Ich kann ja mal einen Schluck zum Vergleich eingießen. Ich finde aber, der ist ein Top-Whisky, wenn man den mit Freunden trinken will oder jemanden wirklich einen leichten Einstieg geben will, ist der, finde ich, top. Wenn man auf Rauch steht und jetzt zum Beispiel keinen Tullamore Dew trinken will, passt perfekt in den Sharing Cup. Wir haben zum Beispiel zu Silvester damit angestoßen. So, und im Vergleich hat der hier eher was. Ist der schon honigmäßiger? Ich meine, allein schon die Farbe lässt sich deutlich unterscheiden. Ne? Das ist der Legacy und das ist der Port Finish. Der ist wesentlich holziger und dunkler. Jetzt, wo man ihm mit so ein paar Minuten Zeit gibt, kommt auch das Holz viel mehr raus. Während der hier eher so, naja, auch so an Gummibärchen und irgendwas ganz hell Süßes erinnert, so an Sirup fast. Und er hat so ein bisschen was Holziges. Und am Ende schon so einen leichten Rauch, aber halt nur so ein bisschen leichten Rauch. Und der hier, der hat mich jetzt schon gerade echt ganz schön weggeballert. Oh ja. Der wird zum Ende hin richtig wie so ein entflammendes Feuer rollt er so. Den Rauch aus. Es ist mehr an, es ist kein aschiger Rauch, es ist aber auch nichts Fleischiges, so Grillen, Bacon-mäßig, gar nicht. Es ist auch nicht so richtig Lagerfeuer, es hat eher was Kräutriges. Geht meiner Meinung nach so ein kleines bisschen in so einen klassischen 12 Jahre alten Highland Park vom Rauch her, nur intensiver. Und davor hat er mich jetzt gerade fast an den 15er Glennie erinnert. So richtig schön fruchtig, ausbalanciert, mild, aber trotzdem ein bisschen dunkler. Weniger dieses Birne, sondern wirklich mehr in eine dunklere Frucht gehend. Wow, super, super lecker. Kann ich verstehen, warum deine Flasche alle ist, Sebastian. Und jetzt kommt eine kleine Rauchbombe. Der Octomore, ich muss mal gucken, wie ich den hier eingieße. Ich muss dazu sagen, klar, 167 ppm klingt jetzt im Vergleich zu den 12 ppm natürlich wie Atombombe. Blöder Vergleich, aber ne? Klingt super heftig, muss aber an sich nichts bedeuten, weil nur weil ich mein Getreide so intensiv torfe. Wenn ich es am Ende durch die Brennblasen von Glenmorangie schieße, ne, die einen total langen, schmalen Hals haben, dann kommt am Ende auch nicht ganz so viel an. Dann kann es halt auch sein, dass ein anderer rauchiger Whisky viel intensiver vom Raucher ist. Ne? Das sind immer die verschiedenen Komponenten, die da reinspielen. Man darf jetzt nicht nur davon ausgehen, oh, 167 ppm, der bounced nicht weg. Das muss es nicht unbedingt bedeuten. Es ist, glaube ich, als experimentelle Linie angedacht von Brookledage. Die haben ja zum einen den normalen Brookledage, dann haben sie den Port, das ist ein Unpeated Whisky, dann haben sie den Port Charlotte, das ist ein normal
peated Whisky. Und dann haben sie halt den Octomore, wo sie so super heavily peated draus machen. Der ist jetzt 8 Jahre alt, hat 58,4%, ist also auch eine Cask Strength und damit ganz schön bombig. Wird einen natürlich trotzdem total umhauen. Und es ist Scottish Barley. Die experimentieren viel mit, wir benutzen nur Islay Barley, wir benutzen nur Scottish Barley. Das machen jetzt einige Brennereien. Kilhoman zum Beispiel macht das auch. Und ich bin mal gespannt. Der ist gleich vom Rauch her, ne? Hier hatten wir beim Ardmore hatten wir so einen ja, ganz angenehmen, feurigen Rauch. Und wenn ich hier reinrieche, habe ich so ein richtig fett, gesalzenes, richtig gut gewürztes Steak auf so einem Holzkohlegrill als erstes im Kopf. Also das ist richtig würzig, das ist fleischig, das ist salzig. Das hat auch so eine leichte, für mich kommt da eine leichte Getreidenote jetzt durch. Ich kann euch immer noch nicht sagen, welches Getreide, aber ich werde es mir vornehmen, im Sommer mal an den verschiedenen Feldern zu schnuppern. Aber das ist, ja, das ist für mich total fleischig, würzig, kohlig, noch nicht aschig, aber schon so kohlig, so wie die Holzkohle eben. Trotzdem auch diesen Holzeinschlag so ganz leicht mit. Ich habe einmal einen Octomore probiert. Den mit dem roten Rand. Den da. Ich habe mehr erwartet. Man hat zu mir gesagt, ja, es klingt heftig, aber erwarte nicht so viel vom Rauch. Ich fand ihn sehr angenehm, sehr ausgewogen, sehr lecker. Es war jetzt nicht so, dass es mich nur überfahren hat. Welcher mich vom Rauch her mal total überfordert hat, war der Artback Supernova. Das war mir einfach zu viel. Danach ging nichts mehr. Meine komplette Zunge war tot für eine Woche. Und der war sehr lang. Der blieb einen Tag noch. Ne? Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte noch den Geschmack im Mund, so nach dem Motto. Aber der ist so ein bisschen wie Knoblauch. Den kriegst du mit einmal Zähne putzen nicht weg. Er war trotzdem sehr ausgewogen, sehr angenehm irgendwie. Der hier riecht halt, wie gesagt, auch schön fleischig, würzig. Ich bin gespannt. Aber nicht übermäßig. Also klar, man hat fast nur die Rauchnote. Aber sie ist so mehr so würzig und nicht so Feuer. Also, ich möchte anmerken, ich habe gerade eine Fassstärke getrunken und habe nicht die Miene verzogen. Das gefällt mir total an Octomore. Das finde ich total geil. Ich kann die Fassstärke trinken, ohne dass es mich ausbrennt, dass ich hier den totalen Gesichtskasper mache. Es ist so ein ausgewogener, weicher und runder Whisky, trotz des jungen Alters. Und trotz der hohen PPM-Zahl. Also er ist natürlich hauptsächlich sehr intensiv, rauchig, schwer, herzhaft, salzig, würzig, pfeffrig, fleischig. Von den Aromen her geht es mehr in die Richtung. So ein bisschen Lederpflege habe ich jetzt so im Nachgang noch im Kopf. Also ich mache das total gern mit Bienenwachs, Lederpflegen. So die Erinnerung kam jetzt gerade noch hoch. Ich habe gelesen, einige haben dort auch Fruchtaromen drin, die habe ich jetzt gar nicht. Also für mich ist der wirklich nur würzig und herzhaft. Aber ich finde das total geil, ich kann den trinken und der geht runter wie Öl. Und das, obwohl der fast 60% hat. Das ist wirklich atemberaubend einfach an diesem Whisky. Oder eben nicht. Also wirklich, das finde ich total klasse. Was ich schade finde, 140 Euro aufwärts. Und zwar alle Octomores durch die Bank weg. Das ist ein super, super geiler Whisky, aber er ist mir wirklich einfach zu teuer. Wenn ich dem jetzt Punkte geben müsste, nur für den Geschmack, 4 von 4 auf jeden Fall. Aber durch das Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es wirklich nur 2 von 4, weil mir das einfach viel zu teuer ist.
hat halt einfach dann einen Sammlerwert entsprechend. Der Artmore hat mich extrem positiv überrascht. Ich habe mir so gedacht, 50 Euro, wenn ich auch die 20 Euro Legacy-Flasche haben kann. Na, ich habe ja sowieso kein Problem mit Knowledge Statements. Aber es ist schon berechtigt an dieser Stelle, dass er mehr kostet. Und aus meiner momentanen Perspektive sind 40 bis 50 Euro auch vollkommen okay dafür. Vom Geschmack her. Der riecht so geil. Der riecht so schön fruchtig und du erwartest gar nicht diesen Rauch. Also, das ist auch sowas, ne? Also, die sind so konträr, obwohl sie beide Peated Whiskys sind. Auch 4 von 4 Punkten, super, super genial. Habe ich das erste Mal getrunken, bin ich super begeistert von. Also vielen Dank, Sebastian. Ich glaube, ich werde mir vielleicht, falls es irgendwo eine Flasche für mich gibt, mir eine ins Regal stellen. Das ist echt, echt lecker. Preis-Leistungs-Verhältnis 3,5 von 4 Punkten, weil ich finde den Preis vollkommen gerechtfertigt. Klar, es ist ein bisschen teuer, aber berechtigt, ne? Die Leute, die den herstellen, die den vertreiben, müssen ja auch irgendwo ihr Geld herkriegen. Und für so einen guten Whisky gebe ich gerne 50 Euro aus. Ja, eigentlich wollte ich euch jetzt sagen, welcher mir besser gefallen hat. Aber so ist es, wenn man solche Videos eben nicht komplett durchscriptet. Ich kann euch nicht sagen, welcher mir besser gefallen hat. Beide sind so unterschiedlich und so, so gut. Ja, ich kann es euch wirklich einfach nicht sagen, welcher mir jetzt besser gefallen hat. Ich finde sie beide total top. Schaut mal bei dem Sebastian auf der Seite vorbei und ja, seid gespannt, was jetzt die nächsten Wochen im neuen Jahr auf meiner Seite so auf euch wartet. Bis zum nächsten Video. Slanje! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanje war!